Also Leute, hier ist wieder Draglance mit Let's Play Kingdom Hearts komplett in Abschnitt Reverse Rebirth, wo wir im Halloween Town im letzten Part Oogie Boogie besiegt haben. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir aus dieser Welt schon schleunigst wieder rauskommen. Roulette-Raum. Nee, ich kann gerade nichts gebrauchen. Wim, 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 wim. Die wenig herzlosen Karte. Scheint mir gerade irgendwie sehr schön. Ein paar weniger Kämpfe und dann wollen wir uns langsam zum Ausgang dieser Welt machen. Weil ich sehe zurzeit keine Levelprobleme beim Kämpfen, was sich durchaus ändern kann. Aber mal schauen. Jetzt im Moment jedenfalls noch nicht. Wartet mal. Die Malefizkarte will ich dann doch noch einsetzen. Die ist jetzt ein bisschen anders auszuwählen. Ich muss sie mal wieder anders hinsetzen. Ich hoffe, ich kann die Karten in meinen Sets wenigstens anordnen. Das habe ich nie versucht bis jetzt, weil es irgendwie nicht nötig war. So. Wir gucken mal. Wenig Herzlose und hier schon überall welche. So. Nö, ich habe nur meine Manöver. Sinistra Hiebfolger. 3 Fünfer. Ich habe mir das nie angeguckt. 6, 7, 8, also fortlaufende. 9, 9, 9. Mit Gesamtwert 27. 16 bis 25. 5 bis 15. Beim Duell gibt es dann auch noch spezielle, aber wie gesagt, ich kann kaum sehen, was ich beim Duell mache hier. Das ist irgendwie alles ein bisschen suboptimal. Ich kann sie also nicht anordnen, da muss ich jetzt halt immer eine Taste mehr drücken. Kriegt dann manchmal aus Versehen Oogie Boogie. Das ist dann halt nicht zu ändern. Nein, 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 nein. Hier sind irgendwie viel zu viele. Ich muss nachladen. Was auch so nicht wirklich lange dauert. Na, 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 na. Die nächste Stufe ist sogar fast erreicht. Hey, hey, hey. Aber hier sind ja wenig Herzlose. Na gut, das ist in der Tat wenig hier in diesem Kampf. Nein, aber ich kenne auch die Gruppe. Ich weiß doch, dass da mehr kommt. So. Dann machen wir die Majestät, die höchstwahrscheinlich gestochen wird. Ah, Glück gehabt. Und ihr seid betäubt, sodass ihr mich nicht mehr stechen könnt. Na, 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 na. Ich krieg viele Erfahrungskügelchen dazu. Kügelchen vor allen Dingen. Rubine, eher gesagt. Und dann lebt da noch einer. Danke für den Level-Up. Au. So. Das war das. Für diesen Level-Up wieder ein bisschen Vitalität. So, vital bin ich schon auf dem Höchststand, das muss man auch sagen. Upsa. So. Ich glaube, den nächsten Raum mache ich auch einfach klein. So. Malefizkarte und dann einfach alles niederkloppen. Okay, ich sammle das schon ein, bevor es verschwindet. Ich dachte, ich könnte irgendwie besiegen, bevor es verschwindet. Aber nein, Fehlanzeige. Ah, okay. Ich wusste auch nicht, dass da noch eine Welle kommt. Wow. Au. Lass das mal. Sollte ich mal träge machen. Jetzt reicht's. Meine Güte. Wie penetrant kann man sein? Kürbis. Achso, der ist zum Heben. 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 Aber ich will jetzt keinen heben. Okay, dich dann auch noch. Na, na, na. So. Da-da-dam, da-da-dam. Wollte jetzt kein Duell machen. So, bleibst nur noch du. Nam, nam, nam. So, okay. Ja, immer noch. Hey, ich habe die Karte sogar fast voll ausgeschöpft. Ich werde nur einen Raum nicht besucht haben damit.
So, dann mache ich nochmal eine wenig herzloser Raum-Dingenskirchens. Herzlose mit schlechten Karten. Ist auch super. Indem die Herzlosen gute Karten haben. Raum, in dem Herzlose dösen und leicht überrascht sind. Raum, in dem Herzlose pausenlos angreifen. Oh Gott, wer will das? Wer will das? Stockfensterraum, viele Herzlose. Giftfungis. Hm. Ich will den hier. Achso, 6 sind höher. Na, das passt hier noch besser. Ich wollte eigentlich bloß den Laterne schlagen, damit ich hier ein bisschen Leben dazu kriege. So. Wie Bubi gibt mir doch auch langsam Leben zu. Ich glaube, es kann nur eine pro Zeitpunkt aktiv sein, weil ich krieg gerade kein Leben dazu. Ich weiß aber nicht genau, wie das mit dem Schaden jetzt aussieht. Aber ich glaube, die stacken sich nicht. So, bevor die ganze Erfahrung verschwindet, meine Güte, es war kein Grund, jetzt in die Dunkelheit zu gehen, Rico. Hm. Natürlich nur der mit dem einen. So. Irgendwo ist da noch eine Mickey-Karte gewesen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wo. Alter, hört auf! Ihr seid doch verrückt mit euren Duellen hier. Das hier ist nicht Yu-Gi-Oh! Es ist nicht Zeit für ein Duell! Okay, du hast nicht anders gewollt. Natürlich gehe ich jetzt in die Dunkelheit, wodurch meine Kombo weg ist, aber okay. Fuck mich ab. Ist klar. So. Aber ich glaube, ich werde im Laufe des Spiels nicht drum rumkommen, die Duelle einzusetzen. Das ist eine Spielmechanik, die mir helfen wird und ohne die ich wahrscheinlich irgendwann nicht mehr klarkomme. Kann ich mir gut vorstellen. So. Das hat geklappt. So. Alle Feeds einsetzen. Meine Karten haben mehr Angriffskraft. Die Fliegeviecher stechen mich wieder. Oh nein, wenn ich die Welt verlasse, verliere ich hier mein geiles Set. Weil das Set war die ganze Zeit gut, aber da kann ich nicht meckern. Wobei bei Oogie Boogie brauchte man dieses Set auch irgendwo, weil der hat ja auch so hohe Karten gehabt. Nein, Riku, das ist ein Herzloser. Schlag ihn, nicht die Laterne. Von der wollen wir jetzt einfach mal dezent gar nichts. Hm. Bin der Attacke von dir gerade noch entgangen und jetzt stirbst du. So, wieder ein paar Pflanzen naschen. So, noch eine. Und jetzt die ganze Erfahrung, die gleich verschwindet, einsammeln. Euch besiegen. Hör auf damit. So, das war das. Und auf in den Raum der Stille. Damit ist Halloween Town abgeschlossen. Refugium des Siegers. Freunde, ist der Mickey die Maus, Santa Claus. Hat gar nichts mit Halloween Town zu tun. Oder doch? So, dann gehen wir hier hin. Ich glaube, als nächstes kommt wieder ein Boss. Ich glaube, ja, wir müssen wahrscheinlich irgendwie gegen Wechseln oder so kämpfen. Wieder nichts passiert. Wahrscheinlich erst, wenn ich die letzte der Welten durch habe. Aber es sind noch 2 Stück.
why so glum, Naminé? Is there something that's been troubling you? Are you feeling awful about tinkering with Sora's memory? Or maybe you... Cut it out, Larxene. Naminé? She doesn't want to remember Sora. Is that so? Don't worry. Whatever's hurting you, I'll make it go away. I swear it on this. The good luck charm you gave me. See ya. That's just amazing! It's almost like you completely made his heart from scratch. Nice touch with the good luck charm. I didn't know you could use memories to transform objects like cards into keepsakes. You used the same trick on Sora, right? You changed Kairi's good luck charm with your magic, didn't you? It won't be long before Sora forgets about Kairi completely, and then he'll be all yours to- He won't forget. Huh? No matter how much I change his memory, Sora will never forget Kairi. Memories of me, more false memories of me, will just make his feelings for Kairi even stronger than before. Because I'm the shadow of Kairi. What's your problem with that? That should be your incentive not to screw anything up. Just do a good job rewriting Sora's heart, then you can actually be somebody, and no longer just Kairi's shadow. You'll be real in Sora's heart. Ich denke nicht. Mal gucken, welche Welt uns jetzt erwartet. Wunderland haben wir noch übrig und Kolosseum. Welches die zweite war von denen. Also los. Die zwei Welten, ich weiß nicht, wie viel wir dann... Viel wird dann nicht mehr kommen in Reverse Rebirth, glaube ich. Ich glaube, das wird eine richtig kurze Sache sein. Schlüssel des Anfangs. Trotzdem weiß ich noch, dass wir einiges zu tun haben in Reverse Rebirth. Arena des Olymp. Oder auch Helium Kolosseum. Interessante Raumaufmachung. Das sieht ja aus wie in einem anderen Kingdom Hearts Spiel. Was ich jetzt nicht nennen will, weil es spoilern wird. Es liegt nämlich noch in der Zukunft. Da sah Olympus Kolosseum auch so aus. Dass wir es wiedersehen, ist glaube ich kein Geheimnis. Außerdem ist mein Set wieder schlechter geworden. Es ist immer noch besser als Atlantica, aber halt nicht mehr das Level, was Halloween Town an den Tag legte. Ich werde es wahrscheinlich aber auch nicht anders brauchen. Warte mal. Aber warum würde ich da hoch wollen? Ich sollte trotzdem nicht auf Malefiz verzichten, die jetzt wieder... Sie ist jetzt wieder angeordnet, so wie vorher. Interessant. So, ein paar erledigt, die ich eigentlich nicht angegriffen habe, aber okay. Komm schon, Mickey. So, das war's. Wir haben hier nebenbei Affen. Warum haben wir hier Affen? Es fehlt eigentlich noch die Tarzan-Welt, aber die dürfen die ja gar nicht mehr benutzen. Wieder ein einzelner Schatten durch und Sachen, die danach spawnen. Tatsächlich, sie haben es wieder verändert. Boogie Boogie ist jetzt nicht mehr die letzte Karte, wenn ich zurückgehe, sondern die... Ich weiß nicht mal, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Nach Malefiz kam Hook. Ich weiß nicht mehr wieso. Okay. Jetzt hört auf. Warte mal. Das machen wir wieder zurück.
Es sind halt Affen. Natürlich müssen mich Affen wieder nerven. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. So. Wem, 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 wem. Diese Affen werden mich noch töten. Ich sag's euch. Brauch erstmal wieder ein bisschen Leben, bevor ich hier weitermache. Da gab's nichts. So. Oder auch nicht treffen, Riku. Wäre ja ganz schön gewesen, aber okay. Offenbar hast du es ja nicht nötig. Siehst du, ist die Karte jetzt wie ein Affe geformt. In Halloween Town war sie auch anders geformt, habe ich bemerkt. Noch 1451 bis zum nächsten Level ab. Ich weiß, ich bin Level abgierig. So, das ist dann wieder eine Speicherraumkarte. Dam, 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 dam. Und dann gucken wir mal, wo es von hier aus weitergeht. Aha, also wird es auch anders aussehen. So, wir sind hier. Dort oben müssen wir auf jeden Fall hin. Der Ausgangsraum wird wahrscheinlich der sein, also gehe ich nach oben. So, 3 und höher. Ich habe noch eine wenige Herzlosenkarte hier. Die nehme ich einfach mal. Ich finde, wir haben sehr viel gekloppt bisher in Kingdom Hearts Reverse Rebirth. Und dass wir uns so ein bisschen der Story zuwenden können und ich glaube, ich trotzdem nicht unterlevelt bin. Und selbst wenn, dann kann ich die Räume immer noch in einem Zusatzpart nachholen. Das geht auch. Oder die ganzen Stockwerke neu formen und dann kloppen. Das geht auch. Nichts bleibt uns hier verwehrt. Alles, was wir halt nicht tun können, ist unser Kartendeck beeinflussen. Musste ich die Einser wurde nicht gestochen. Oder aber irgendwie viel anderes. So, die wird gestochen werden. Sag ich doch. Dafür kriegt ihr eine Sanctus-Salve. Eins, zwei, drei. Ich wusste, dass jeder Einzelne gestochen wird, weil es Affen sind. Habe ich dieses Item eigentlich in jedem Kampf? Oder war das jetzt einmalig? Ja, ich habe es in jedem Kampf. Schockt Angriffskarten schnell nach. Diese Affen sind jetzt hier einfach, weil wir Tarzans Welt nicht haben. So. Du bist tot. Du folgst ihm. War ja eigentlich klar. So, wieder tausende Affen. Diese 3-0er-Karten hier. So leicht zu stechen alles. Und dann dreimal hintereinander. So, ich stocke die die ganzen Angriffskarten einfach mal und in der Dunkelheit dann gleich wieder. So. Glatte 100. Mal gucken. Die Tür ist da hinten, da unten. Das ist Nummer 1. Mensch, so viel ist hier. Ich kann Adowampen wieder nur von hinten angreifen. Alter! Der dreht sich genau dorthin, wo... Alter! Jetzt... Hör doch mal auf, dich zu bewegen. Und dann kommt natürlich so ein Duell wieder von irgendeinem Spacken. Ich muss hier alles andere vorher erledigen und die Abo-Wampe irgendwie aus Zufall. Aber ich kann sie nicht direkt angreifen. Das ist einfach unmöglich gerade. So, dann könnt ihr mich wenigstens nicht stechen. So. Meine Güte, müsst ihr es denn immer so schwer machen? Oh. Interessant. Damit habe ich nicht gerechnet. Habe eigentlich damit gerechnet, dass ich euch so ganz schnell ausschalte. Wenigstens bombt bei euch nichts nach. Und ihr werdet euch nicht sprengen. Dafür könnte die Erfahrung für euch mehr sein.
So. So viele Affen. Bleibt mich vom Leib. Alle Affen hier. Ich mag euch nicht. Ihr seid böse. Jetzt hört schon an. Auf. Meine Güte. Wie einfach nichts durchkommt von meinen letzten Karten. Wie die letzten Karten eigentlich beinahe wertlos sind im normalen Mobkampf. In Bossen vielleicht weniger wegen der Nullerkarten, aber... Ach, die Einser, was hat die denn da noch zu suchen? Ach, Vitalität, weil ich gerade fast tot bin. So. Dieser Affen immer. Aber ich will auch meine Angriffskraft mal wieder ein bisschen pushen. Weil ich glaube, das könnte eigentlich gerade ein ganz guter Schritt sein. Mit den nächsten zwei Level-Ups gehe ich auf Angriffskraft. Sinistra-Punkte mache ich dann auf 30 danach und dann gehe ich wieder auf Vitalität wahrscheinlich. Glaube ich. Sollten die nächsten vier Levels dann sein. So. Da würde ich auch schon schnell platt machen. Hm. Interessant. War da ernsthaft eines der Kühlchen ein Erfahrungspunkt? Oh Mann. So, 6 und höher. Was haben wir denn da? Schwache Dunkelheit. Herzlosen haben schlechte Karten. Ja, mache ich einfach mal. In der 8er Variation habe ich sie ja dreimal. Da stechen die mich auch nicht so. Die stechen trotzdem meine Nuller und Einser aus. Das könnt ihr glauben. Ich konnte ihn beim besten Willen nicht schlagen. Es ging einfach nicht. So viele Affen. Bitte hört auf. Mein einziger Segen ist, dass ich, weil ihr so groß seid, viele von euch gleichzeitig treffen kann. Aber das war's dann auch. Ihr seid Kacke. Ihr seid wie das, was ihr normalerweise werft. Sehr optimistisch für meine nächsten Level-Ups geplant, wenn man bedenkt, wie viel ich dafür noch eigentlich machen muss. Das waren gleich zwei davon. So. Okay. Ihr werdet mich nicht ausstechen hier. Ihr werdet euch nicht sprengen. Das sagen wir jetzt ganz schön mal nein. Ich weiß, das war ein schöner Satz. Das sagen wir jetzt mal ganz schön nein. So, Malefiz. Und dann wieder euch angreifen. Duell gibt's nicht. Wieder Finsternis. Wieder ein paar weg. Es ist schön, weil ich durch den Mistra sowieso schon so viel Schaden mache. Und dann kommt nochmal Malefiz hinzu. Ich glaube, das deckt sich. Stapelt sich aufeinander auf. Wo war der jetzt? Wo ist hier einer aufgetaucht? Ach, da. Interessant. Habe ich einfach mal die Beine von der Statue weggehauen. So. Das lief doch schon sehr schön. Interessant, das könnte sogar Nutzen haben. Aber wir haben hier eh dieses Trampolin. Von daher ist es egal. Nehme ich halt den. Der andere wollte gerade nicht getroffen werden. Das wird wieder eine massivere Gruppe sein. Aber die Blauen lassen sich wenigstens leicht und schön kloppen. Oh, so eine kleine Gruppe. 4007, die Leuchtgruppe lasse ich gerade mal aus. Level 9. Ja, schön und gut, wie immer. Hm, ein Speicherraum mache ich noch wann anders. Mal gucken, was habe ich denn? Davon habe ich einen Level 9er. Viele Herzlose. Nöp. Ich könnte natürlich auch auf Nuller gehen. Harmlose Dunkelheit 0. Hey, für was ist es denn besser geeignet? Wenig Herzlose. Ich mache hier gerade die ganze Welt einfach und habe so einen Sau-Überlänge-Part. Ich sollte vielleicht gleich mal aufhören. Machen wir einfach kurz vorm Boss-Schluss. Das war ein bisschen unklug.
Malefiz war nämlich nicht eingesetzt. Wobei, es ist ja eigentlich diese Gruppe, das geht. Muss diese Gruppe, dass wir kämpfen, irgendwie kaum wert. Ich bemerke, dass wir jetzt wieder außerhalb sind. Oh Gott. Wieder die Ado-Wampen-Gruppe hier. Ich will hier mal alles um die Ado-Wampe hier erledigen, damit es mich nicht in eine Bedouille bringt. Während ich die Ado-Wampe wieder mal nicht treffen kann. Au. Wenigstens ist sie dadurch ein bisschen stehen geblieben. Hör auf! Der hat mich ausgekontert, obwohl meine Punkte definitiv höher waren. So ein Idiot. Schade. Ich hätte jetzt gerne ein paar Lebenspunkte gebraucht. Ha? Ich habe hier schon beide Türen erwischt. Ich bin der Meinung, dass ich mir hier sowieso nicht 30.000 Mal durch diesen Raum kämpfen muss. Mal gucken, in welchem Raum ist denn wahrscheinlich der Eingang? Ich denke mal nicht in beiden. Das ist die Karte. Ich öffne den Raum. Mit einer Einser. Nehmen wir die Level 6er als Speicherkarte. So, dann war es das auch so ziemlich für diesen Part. Danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Part von Let's Play Kingdom Hearts komplett. Tschüss.